Ich wünsche einen domtastischen Tag und ein tentakuläres Hallo. Willkommen zurück bei Let's Play Splatoon Online. Wir wechseln wieder einmal die Waffe und es ist gefühlt das allererste Mal, dass mich Arty nicht einer neuen Waffe vorstellen möchte. Gut, heute kommt der Blaster dran mit den Sepitox-Bomben und der Heulboje. Oh, das ist schwierig zu spielen. Ob ich das hinkriegen werde? Mal sehen. Wir legen gleich los. Kann man mit der Waffe denn überhaupt richtig einfärben? Ich meine, der Blaster ist ja eigentlich mehr zum Killen da. Mal schauen. Naja. Ja gut, wenn man nicht so wirklich zielt, dann ja. Aber das Problem ist ja, die Bomben explodieren schon relativ schnell. Auch in der Luft. Also kann ich eigentlich nur das einfärben, was direkt vor mir ist. Und selbst das nicht mal richtig gut. Also ich denke, das ist eine Waffe, die ist deutlich besser im Rangkampf aufgehoben, wo man halt dann killt, was das Zeug hält. Und ansonsten ist das schwierig zu spielen. Sepitox-Bombe. Oh, ich habe zwar einen getroffen, aber leider braucht man ja manchmal auch zwei Treffer. Die sterben nicht immer sofort. Aber bei zwei sind sie spätestens down. Komm, den Klecksroller-Typen, den holen wir uns jetzt aber. Ja, ich habe mich doof angestellt. Ich hätte erst die Sepitox-Bombe schmeißen müssen. Mit der muss ich mehr arbeiten, weil sie ist natürlich dazu da, zum Paralysieren, ne? So. Habe ihn aber trotzdem noch gekriegt. Jemand aus dem gegnerischen Team hat auch den Blaster, wenn ich es richtig gesehen habe. Ach so, stimmt. Wir wollten heute aber auch über den Leak sprechen. Nicht wahr? Und zwar ist im NeoGAF-Forum... Oh, crap. Mist. Der Rest von Splatoon geleakt worden. Also was halt auf der CD schon gespeichert ist, aber noch nicht freigeschaltet wurde. Und da kann man sagen, es gibt von Anfang an, glaube ich, 33 Waffen, die nicht sofort freigeschaltet sind, sondern immer halt per Update kommen. Und davon haben wir ja schon die ein oder andere gekriegt. Das heißt, wir kriegen noch mindestens 25 Waffen nachgereicht. Also diesbezüglich werden wir noch über einen langen Zeitraum versorgt. Maps gibt es nur noch zwei. Und zwar so eine Art Campingplatz. Und... Scheiße. Ich hätte da bleiben sollen, wo ich war. Ach Mann! Es nervt mich jetzt gerade. Also ein Campingplatz und so ein Hochhausgedöns. Was viele kurze, kleine Gänge hat. Da gibt's Maps davon, das könnt ihr euch angucken. Also ich habe den Link zum Leak, wenn ihr daran interessiert seid, in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr euch reinziehen. Dann wisst ihr schon mal, wie diese Maps aussehen werden. Und es gibt zwei neue Modi, die halt dann auch irgendwann mit der Zeit freigeschaltet werden. Und zwar Tower Control und Rainmaker. Dazu ist allerdings nicht mehr bekannt. Also man weiß noch nicht, wie die sich spielen lassen. Man hat halt nur den Namen gefunden, aber noch nicht, wie es funktioniert. Ja, also bis zum August-Update werden wir auf jeden Fall noch versorgt. Schaut gut aus. Allerdings weiß ich auch nicht, warum man so viel auf die Disk packt und nicht sofort freischaltet. Das ist irgendwie, naja, sinnfrei. Allzu toll war die erste Runde jetzt nicht, aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Einfach weil das Einfärben halt nicht wirklich leicht mit dem Teil ist. Die Bomben explodieren viel zu schnell. Ja, und im Killen muss man halt auch erstmal zurechtkommen, ne? Erstmal Sepitox-Bombe schmeißen und dann den Gegner richtig berechnen. Und gut einschätzen. Aber zum Einfärben ist das Teil eigentlich nicht so wirklich gut geeignet. Naja, wir haben trotzdem ganze 600 Punkte fertig gekriegt. Jetzt habe ich den mit der Sepitox-Bombe getroffen, ne? Kann ihn aber nicht killen, weil die Bomben viel zu schnell explodieren. Mann, ist das doof. Ja, jetzt zieht er sich zurück. Ach, du Schande.
Also ich glaube wirklich, dass das eine Waffe ist, die im Rangkampf irgendwie effektiver ist. Aber dann ist wieder die Frage, traue ich mich mit dem Teil jetzt einfach so in den Rangkampf, ohne irgendwelche Erfahrung? Ja, nicht. Yes. Ja, schön ist halt, dass man die Gegner wirklich mit zwei Treffern spätestens killt. Und die Bomben ja auch gut explodieren. Den habe ich jetzt sogar one-hitted. Also man muss sie nicht mal zwangsläufig direkt treffen. Aber ich glaube, wenn, dann ist die Chance, dass sie sofort sterben, natürlich höher. Er hat schon seine Vorteile. Aber in dem Modus nicht so gut geeignet. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du davon jetzt nicht getötet wirst, du, dann bist du aber wirklich ein böser, böser Inkling. Diese neue Luna-Waffe ist auch saustark, ne? Hab's noch nicht gespielt, aber ich habe schon ordentlich aufs Maul bekommen damit. Deswegen weiß ich das. Ah, da ist der Gegner. Cheat. Lebt er da hinten noch? Jetzt nicht mehr. Ja, seht ihr, wir haben halt auch erst 300 Punkte. Das ist halt das, was ich meine. Zum Einfärben nicht gerade geil. Wenn die Dinger wenigstens in der Luft nicht explodieren würden. Hier ist so viel... Oh, was ist das denn für ein Team, ey? Scheiße. Wo seid ihr? Zeigt euch mal an. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. So, erstmal paralysieren. Und dann auslöschen. Und selbst sterben, weil er noch einen Freund hat. Den ich zwar längst gesehen habe, aber... Mei. Ich kann ja nicht beide töten mit diesem Blaster. Das ist auch so ein Nachteil. Ja, wenn sie zu zweit sind, hast du verkackt. Okay, das war schlecht. Das war jetzt absolut meine Schuld. Aber das ist doch auch ein Witz, dass der Luna Blaster echt one-hitten kann. Heieiei. Sehr schwer zu spielen. Diesmal haben wir verloren, oder? Hm, ja. Es bestand noch Hoffnung, weil ich einige türkise Flecke noch gesehen habe. Gut. Immerhin wieder gewonnen, aber erneut keine gute KD und letzter Platz. Allerdings haben wir schon häufig festgestellt, dass es im Rangkampf auch viel besser laufen kann. Deswegen wechseln wir mal eben den Modus. Ja, hier dürfte die Waffe deutlich effektiver sein, aber man muss natürlich auch mit dem Teil umgehen können. Und ja... Ich spiele es halt jetzt gerade mal das dritte Mal, ne? Das große Problem ist wirklich, dass die Kugeln so schnell explodieren. Und das Set ist auch nicht das allergeilste. Sepitox-Bomben passen zwar super. Dagegen habe ich nicht mal was. Aber Heulboje, ne? Da gibt es bestimmt noch ein geileres Set. Klar, es gibt ja mehrere Blaster, nicht nur den. Mit dem ist dann auch auf jeden Fall... besser laufen kann. Vorsicht, Sniper. Scheiße! Ja, du kannst auf die Distanz vergessen. Auf die Distanz kannst du total vergessen. Probiere ich nie wieder. Macht keinen Sinn. Die Schande wieder gut gemacht. Oh, du Dreckiger! Ich bin gerade sehr erregt. Im Sinne von Agro. Das merkt man. Aber es steht halt auch 100 zu 58 und, ja. Das erklärt ja alles.
Wenn ich halt wenigstens mal die scheiß Heulboje voll kriegen würde. Dann könnte ich da voll reinhalten. Mach es, komm! Der Klecksroller-Typ geht da rein. Yeah, 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 yeah. Und jetzt können wir uns den Scheiß mal holen hier. Oder auch nicht. Okay. Läuft wieder besser, läuft wieder besser. Ich muss mich halt vor dem Sniper verstecken. So. Jetzt läuft auch unser Timer mal runter. Ich hab dich schon gesehen, Alter. Ich hab dich schon gesehen. Stirb mal. Nein, er hat den fucking Dingsbums da. Titan, so heißt das Ding. Voll die Panik gekriegt. Mann, zu mir, Alter. Wo seid ihr denn? Alleine kann ich das hier nicht biegen. Okay. Hab ich den getroffen? Habe ich den getroffen? Wenn, dann sollte man ihn... Ja, okay. Leicht killen können. Ja, die Luna-Waffe ist relativ neu, deswegen nutzen sie gerade so viele. Nein! Da waren drei und ich habe keinen getötet. Keinen. Ich wollte erstmal diesen Klecksroller-Typ töten, dann die Heulboje abfeuern und dann habe ich gesehen, da sind drei. Am Ende natürlich niemanden mitzunehmen, ist übelst schlecht. So, jetzt. Schön in die Mitte, weil die waren da gerade noch alle. Der ist eigentlich ein leichtes Ziel. Den kann man mit dem Blaster sehr, sehr leicht killen. Das sollte mein Hauptopfer sein. Auf den muss ich mich so ein bisschen konzentrieren. Und meine Teammates halt einfach mit der Sebi-Box-Bombe versuchen zu unterstützen. Ey, wir drehen das Match, Leute. Die kommen jetzt gar nicht mehr hierher. Wobei ich mir vorstellen kann, einer wird es gleich hier probieren. Halt jetzt die schön auf Distanz. Jetzt kommt einer. Oh, ist auch so ein Blaster. Aber er ist tot. Dum, 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 das Sniper! Ah! Die sind aber auch manchmal richtig schnell. Okay, wir führen, wir führen, wir führen. Und noch ist die Führung auf unserer Seite. Die Herrschaft, meine ich. Die Herrschaft. Das wird ein K.O. Das wird ein K.O. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wieder hat man gesehen, dass es halt einfach zwei verschiedene Modi sind, die völlig anders verlaufen können. Hab mich jetzt viel besser gefühlt, hat auch mehr Spaß gemacht. Weil hier ist halt einfach mehr Action. Aber das Risiko ist auch verdammt hoch. Okay, jetzt kriege ich auch endlich mal meine letzte Fähigkeit. Oh, 8-4, finde ich super. Also als dritten Versuch mit der Waffe und zweiter Platz, ist doch geil. Jetzt kriege ich meine letzte Fähigkeit bei der Jacke. Hoffentlich nichts Doppeltes, weil dann ist es ja keine Verstärkung. Ja, okay. Aber es war jetzt auch nichts allzu Tolles, ne? Egal. Nächstes Match. Was war denn das eigentlich? Spezialanzeige wird beim Tod nicht so wirklich stark gesenkt, oder? Ich gucke mir das später mal in Ruhe an. Aber ich hab mir eher was Richtung Verteidigung oder Tintentank gewünscht. Leider ist es das nicht geworden. Aber man kann sich ja auch immer in Kopolis umgucken und was bestellen, illegal. Mit Sigis Hilfe. Ja, jetzt stehen die Sniper wieder bereit. Mann. Hier sind Blaster und Sniper im Vorteil. So, den haben wir perfekt bearbeitet, nur leider stand halt in der Seite noch irgendein Drecksack, der abgestaubt hat. Erstmal schön die CP-Tox-Bombe, dann war er schon hilflos und der Rest war dann eigentlich kein Akt mehr. 1-1. Und noch 100-100. Aber ich glaube, leichte Vorteile für den Gegner. So, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich töte dich. Sehr gut. Okay, ich versuche hier jetzt durchzubrechen. Und schieße jetzt einfach mal da in die Richtung. Keinen erwischt, aber zumindest kann ich jetzt hier durchmarschieren und den Zähler anhalten. Oh Gott, da ist jemand. Ich brauche Hilfe, verdammt. Meine blöden Kugeln kommen nicht weit. Was? Das Ding... Achso.
Ja, okay, ich hab jetzt schon gemeint, ich bin wegen der Tetraeder-Bombe gestorben, was lächerlich wäre, weil die war voll weit weg, aber da war ja ein glecksvoller Arsch. Klasse. Sag mal, wo seid denn ihr? Wie sie halt null reagiert haben. Wenn die gekommen wären, hätten wir jetzt die Herrschaft. Aber ich war da die ganze Zeit alleine. Ah, Mist, verdammt. Jetzt habe ich zu viel gewollt und war zu naiv. Woher haben denn die ganzen Tintfernos? Er war sogar von der Segelkopfbombe betroffen. Deswegen ist es eigentlich indiskutabel, dass er mich noch töten konnte. Aber ich habe ihn getroffen sogar, nur... Ja, was war eigentlich das Problem? Er hatte halt eine höhere Feuerrate. Ja, okay. Mehr nicht. Und an was ich jetzt gestorben bin, möchte ich ganz gern wissen. Der Glecksroller kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Ach, ja, ja, das wird leider ein Fail. 100 zu 39. Aber es ist auch kein Team. Irgendwie. Ich schreie hierher, wir können das Ding einnehmen und niemanden juckt's. Komm, triff jemanden, triff jemanden. Ja, Heulboje ist halt auch echt out, ne? Gibt bessere Spezialwaffen als das. Was? Was? Facepalm. Das muss in ein Best-of rein, weil das war so schwach und dämlich. Ich habe keine verdammte Erklärung dafür. Wenigstens jetzt 2 Kills, um die Ehre wiederherzustellen, aber das ist wirklich ein Moment für die Ewigkeit. Das wird man sich noch in 100 Jahren anschauen und dann werden die Opas zu ihren Kindern sagen, also ihr Abonnenten, wenn ihr alt seid. Ja, guckt mal, so schlecht war dem Tinder in Splatoon, macht es besser. Ja, genau, ist klar. Ja. Ich hasse es! Ich hasse es! Ich habe in Splatoon wirklich ein Feindbild. Und nein, es sind nicht die Sniper. Es sind die Klecksroller mit ihren Tintentitanen. Ja, 17 Sekunden. Ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Dazu müssten wir jetzt die Herrschaft kriegen und bis zum Ende halten können. Äußerst unlogisch. Ich hab's versucht. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Es hat nicht geklappt. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding gedreht, aber wenn man gewinnen will im Ranked Battle, dann muss man halt auch ein bisschen auf die anderen hören und deswegen wurde das nichts. Ich war noch der Beste mit 7 zu 8. Das, glaube ich, sagt alles. Aber lustig war's. Und insgesamt war es doch ein positiver Part. 3-mal gewonnen, also. Passt schon. Bis zum nächsten Mal bei Splatoon Online.